Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ja, hoho. Heute kriegen wir Babys. Ganz, ganz viele. Irgendwer kriegt noch was da. Hier hast du deine E5-Ausrüstung, bitteschön. So. Und jetzt, ich glaube, der wollte noch raus oder irgendwas wollte er. Keine Ahnung, ist nicht so wichtig. Das machen wir nächste Woche. So, wir haben drei Kinder. Habe ich dich nicht gebären lassen? Doch, habe ich. Hast du noch ein Kind bekommen? Okay, dann haben wir halt noch mehr Kinder. Hör auf, Julian. Aus. Pfui. Bei Fuß. So. Shop Brooks, damit gehst du wieder dahin. Das Kätzchen nimmst du weg. So. Hä? Nein! Warum? Oh, so, oh, Mann! Wow. Okay, das war Deadline. verdammt! Jetzt ist er weg! Shit! Hört auf, Kinder zu machen! Stopp! So, ich. Ach so, kein Platz für Kinder. Ja, geil. Aber wir können endlich den Atomreaktor bauen, den wir dann in der nächsten Folge machen, weil dann legen wir. Hat man mich gerade gesehen, wenn ich so Richtung Mikrofon gucke? Ich muss mich entspannen, ne? Entspann dich, Zero. Verkrampf dich nicht in dein Mikro rein. Das ist nicht gut. In der nächsten Folge werden wir ganz entspannt zusammen die Vault gestalten. Ich zeige euch, wie ich das Ganze machen möchte. Also wird ein bisschen skurriler sein und wir werden quasi die ganze Vault zerstören. Puff, wird sie weg sein. Wir werden unsere derzeitigen Ausgaben angucken, unser Geld, was wir jetzt haben, dazu rechnen und dann haben wir ein Budget, das wir vergeben können. Und mit diesem Budget werden wir arbeiten. Sollte was übrig bleiben, dann gebe ich mir das Geld natürlich, aber ich bezweifle stark, dass da was übrig bleibt. Bin ich ganz ehrlich. So, Kinder, ne? Ja gut. Ich möchte gerne diese Baracke hier erweitern. So, das heißt, wir haben 1, 2 voll ausgestattete Baracken. Nicht wahr? Nein, jetzt haben wir welche. So. Ja, heute hau ich das ganze Energiezeug raus hier. Unser Lager wird geleert. Gucken, was geht. So, das ist das Einzige, was wir uns wirklich merken müssen. Diese zwei Residenzen. Der Rest ist unwichtig. Der Rest muss einfach nur funktionieren, Leute. Gut. Wir müssen jetzt, wieso ist die halb tot? Egal. Bruder reinschicken. Bruder, du bekommst einen Superkleber. So, hier haben wir dann Pasco und der Löwe. Zusammen haben die ein Wrestler-Outfit und das bekommt dann dementsprechend der Löwe. Das haben die schon ausgemacht. Sie haben leider keine tollen Waffen mitgebracht. Schade. So, und ich habe gesehen, es hat sich niemand gemeldet für Le Speziale Quest, falls sie noch da ist. Ah, sie ist weg. Okay. 2 Wochen haben wir Zeit, also. Das heißt, wir haben. Ja, gut, dafür haben wir eigentlich noch locker 1,5 Wochen Zeit. Aber Leute, Sprühlingsrituale. Wir müssen Sprühlingsrituale machen. Spielplatz. Nein. Questanmeldung. Oh Gott, Hirnfurz. Lord Huntington möchte gerne Paula in Not machen. Ganz alleine. Das wird schwer, mein Freund. Das wird schwer. Okay, Lordy. Lord Huntington, wo ist er denn? Oh, bist noch nicht ganz genesen, aber ganz ehrlich. Ich glaube, du wirst dir dabei kein Bein brechen, wenn du da reingehst. 5 Stims. 2 Red. Geh los. So, Leute. Das heißt, ihr habt jetzt 2 Folgen Zeit,
euch zusammenzufinden für dicht. Für atomarer Frühling. Der war gerade irgendwie links, jetzt ist er rechts. Keine Ahnung. So, die wöchentliche ist ja ziemlich lame. Die wird wahrscheinlich niemand machen wollen diese Woche. Das ist sehr schön. Die ist nämlich ein bisschen OP. Aber man kann auch ziemlich hart verkacken. Da war der mysteriöse Fremde. So. Nein! Shit. Ich wollte doch das hier machen. So, Billy. Jetzt wird geprüft. Die hat nicht einmal gesehen, nicht einmal diese Katze gesehen, bis auf jetzt natürlich. Hä? Katze? Ach, da, Katze. So, und jetzt muss hier irgendwo Billy rumlaufen. Das ist Frank Dover. Der Dover King. Das ist Billy. Billy sieht verdächtig aus wie ein Kind von Julian. Ist es aber nicht. Oder doch? Isana. Nein, ist es nicht. Wir suchen Julians Kind. Catherine war es. Catherine ist Julians Kind. Bin ich mir fast sicher. Ansonsten sehen wir es ja in der Aufnahme. Und das wäre dann das. Wobei Billy ja ein bisschen mehr nach Julian aussieht, wenn ihr mich fragt. Keine Ahnung. Julian, bist du fremdgegangen? Frage für einen Freund. Na gut, jetzt laufen hier eine Milliarde Leute durch die Gegend. Geil. Wie sieht's aus mit unserer Quest? Das kriegen. Weißt du, Intelligenz von 6 Bewohnern. Das habe ich doch schon gemacht. Mrs. X. Das Problem ist ja, wir haben jetzt eigentlich unsere Intelligenzbestien doch voll, oder? Ah, die 01 kann noch ein bisschen arbeiten. Du kannst arbeiten. Und du kannst arbeiten. Und dann schicken wir Mrs. X noch. Mrs. X noch dahin. Jetzt haben wir 4 Leute da stehen, oder? 1, 2, 3. Nein. Doch, 4. 4 Leute drin. Das ist das Maximum, was wir haben. Perfekt. So. Lero, mein Freund, du wirst hier auf diesen Laden aufpassen, währenddessen ich in die Sporthalle schaue. Und reiner Zufall möchte eh trainieren. Alles klaro, reiner Zufall. Das kriegen wir doch hin. Wo ist denn der? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Jetzt mal ernsthaft, wo ist er? Ich muss ihn mindestens 2-mal übersehen haben. Da. Der mit der Maske. Irgendwo hier hängt er rum. Da. Er möchte eh trainieren. Dies darfst du natürlich tun. Du hast derzeit einen E-Wert von... What the fuck ist das? Von 3. Du bekommst 4. Das heißt, ich ziehe dir 400 Kronkorken ab. Zack. Und wir haben auch einen Neuzugang. So. Und zwar haben wir... die 2. Er möchte noch ein Mann werden, das werde ich gleich noch erledigen. Und zwar mit dem Namen Dead Boy. Ach, guck mal, du bist eine Intelligenzbestie. Okay, Dead Boy. Die anderen Sachen, die werde ich natürlich noch machen. Ich bin irgendwie verwirrt heute. Gut, dann haben wir hier Nummer 5. Aber noch eine Intelligenzbestie, nee, aber du kannst Stärke trainieren. Was macht ihr schon wieder da oben, Jungs? Trainiert. Faulen Säcke. Und wer bist du denn? Joshua. Anscheinend bist du nicht sehr weit. Hä? Wieso? Gerade eben stand da noch keiner. Oder bin ich blöd?
Gerade eben stand da doch keiner. Das ist mysteriös. Oder er hat sich getarnt. Das kann auch sein. So, wer läuft hier noch rum? Baxi? Nee, der Löwe. Du siehst verdächtig aus wie der alte Baxi. So, dann haben wir noch Mrs. Handy. Wieso? Wenn ich Mrs. Handy angucke. Ich weiß nicht warum, aber ich denke an Pasco. Pasco, warum siehst du aus wie Mrs. Handy? Abgesehen von den Haaren natürlich. Ach, weil ihr die gleiche Frisur habt. Ah, das ist die Problematik, Leute. Guckt mal, die Farbe ist auch fast gleich. Jetzt weiß ich, warum ich die verwechsel ständig. Oh. Also ganz ehrlich, Mädels. Ihr könnt doch nicht die gleiche Frisur tragen. Das geht doch nicht. Das kannst du doch nicht machen. Hier laufen die ganzen Viecher rum. Die Werte. Alter. Das sieht einfach monströs aus. Eigentlich solltest du Ödländer werden hier. Naja, kriegen wir schon hin. Okay. So, wer lugert hier noch rum? Pendova. Mit einem großen P. Der Pendova. Einfach Fabi läuft weg. Wieso haben wir da jetzt so viele? Just Mike. 05. Shop Anderson. Ah. Okay, aber du bist wahrscheinlich schon länger da, ne? Ja, 25. Shop Anderson muss da schon lange rumhängen. Jump. Und Camissa Caramel. Ja, das klingt doch alles in Ordnung. Keine Ahnung. Aber irgendwo ist da ein Fehler. Und ich habe das Gefühl, dass hier zu wenig drin sind. Ja, da fehlt einer. Bist du auch hier? Einfach Fabi. Gib mir mal deine Klamotten. Ich glaube, ich kann sie besser gebrauchen. Steven Pratt. Der war ja gefunden, ne? Isana. Er hat auch so viel P. Hä? Wieso? Wieso habt ihr alle so viel P? Isana, geh mal P trainieren. Bring es zum Abschluss, bring es zum Ende. Einfach Fabi. Ja, ich würde sagen, da ist ein Platz frei. Falls hier nicht irgendwo jemand rumhängt mit monströsen A-Werten. Was ja auch der Fall sein kann. Weil ich habe hier komplett die Übersicht verloren. Shop Brooks. Das ist mein alter Ego. Für die alle brauchen wir noch einen Platz. Das Gute ist, wir kriegen ja bald komplett neue Gebäude, ne? Ah, die Spielhalle fehlt noch. Nee, gar nicht. Haben wir doch. Hier, 70 für den Garten. Immerhin, rein theoretisch könnten wir innerhalb eines Tages locker auf 100 gehen. Da muss einfach nur jeder einmal schwanger werden. Und dann haben wir eine riesige Vault, aber... Ich muss erstmal Platz für alle finden. Das ist das große Problem, erstmal Platz finden. Soll ich euch? Kann ich euch? EL6. Oh. Wer kann denn schon auf so eine Quest? Niemand. Und die ist auch zu groß für euch. Ihr müsst unbedingt noch mehr Level bekommen. Also los. Schnappt euch ein paar Level. Ich krieg den nicht gebacken. Aber sein Stärkewert ist schon ziemlich hoch. Auch wenn ich ständig vergesse, ihn da reinzupacken. Ich meine, auch wenn er zu faul ist, da zu arbeiten. So, jetzt sind die schon mal weg. Die müssen unbedingt Level 50 kommen, damit sie diese Scheiße machen können, damit wir da richtig geile Bewohner rausziehen können.
Dann müssen wir nicht immer ständig irgendwelche Leute schwängern. Ist ja auch irgendwie cool, ständig schwangere Bewohner zu haben. Pass 5 Bewohner an. Okay, wir müssen einen Bewohner anpassen. Wen passen wir an? Ich würde sagen, Lero, ich passe dich jetzt an. Das wird die Strafe sein fürs nicht mehr mitspielen. Du wirst verunstaltet von mir. Das ist doch ein guter Plan. Alle, die sich da rausgeschlichen haben aus dem Projekt, die kriegen eine richtige Visage von mir verpasst. Mal gucken, was geht. So, und das will ich auch alles sortiert haben, dass die Krankenstationen alle in einer Ecke sind. Ich weiß noch nicht, wo ich unsere Roleplayer hintun werde, in welche Räume. Vielleicht Lager, dass sie alle in einem Lager rumchillen. Weil dann kriegen sie auch keine XP mehr, ne? Und die chillen alle in Krankenstationen rum. Haben wir wenigstens nie irgendwelche Probleme. So. Dann wollen wir mal. Was machen wir mit dir, Lero? Auch noch mein Sohn. Komm, das ist die Frisur der Loser. So, weißes Haar. Ah ja, guck mal. Das ist auch eine schöne Farbe. Weißt du, was verpassen wir dir für eine Gesichtsbemalung hier? So ein Totenschädel vielleicht. Wir wissen alle, dass er tot ist, oder? Ein Ghoul. Er ist zum Ghoul geworden. Aber ich glaube, Ghoul ist zu cool, ne? Ja, eine Krone. Die sollte ich tragen. Mützen, oh mein Gott. Gibt's hier eine Cappy oder irgendwas Cooles? Das ist nicht cool. Ich könnte sie zu Katzen machen. Das macht sie zu perfekten Losern. Ja. Ah. Okay. Wir packen den Totenkopf aufs Gesicht. So. Dann wissen sie alle Bescheid. Wobei Ghoul natürlich auch eine coole Sache wäre, ne? Dass quasi die Roleplayer, die aussteigen, einfach zu Ghoulen geworden sind. Aber Ghoule kann man, glaube ich, auch nicht farblich anpassen, oder? Nee, ich glaube, die sind immer so gleich grünlich, eklig. Gut, Leute, wir kommen jetzt. Ich sollte noch mal kurz in die Werkstatt gucken. Ah, Mrs. Handy. Oh, Mrs. Handy wollte man eine Maske haben. Scheiß drauf. Gebe ich mir einfach gleich wieder. Jawohl. So, Lero. Geh arbeiten. Mrs. Handy. Verpassen wir ihr eine Maske. Fast vergessen. Fast vergessen. Aber noch erinnert. Ich habe mich noch erinnert. Muss mich nur gleich erinnern, dann die neuen Lukas wiederzugeben. Das war jetzt quasi eine Ausnahme. Wir hatten übrigens auch im letzten Tag keine gemacht. Deswegen tun wir einfach so, als hätten wir ihn gestern verunstaltet. Samstag verunstaltet. Jetzt müssen wir noch einen Bewohner anpassen. Und das ist Mrs. Handy. Kannst du dich beeilen? Du hast doch lange Beine. Wofür hat man Frauen lange Beine gegeben? Damit sie laufen können. Also los. Lauf. So, okay. Das wäre auch nicht schlecht. Da. So, sie wollte nämlich sich an Corona anpassen, denn wenn die Vault alle verrecken an Corona, sie wird's nicht. 1500 macht das. Das ist tatsächlich ein Preis, der in der Realität sehr nah angesiedelt ist. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Wir nicht direkt in der Vault. Wir sehen uns zuerst beim Umbau mit jetzt nur noch 21.000 Stimpaks. Kronkorken.
Nur 21.000 Stimpacks, Leute. Beruhigt euch.